Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Taona Live. Heute Kaffeefarm. Eine Kaffeefahrt. Und natürlich mit dabei sind. Das vergisst er immer. Und natürlich mit dabei sind. Das jetzt klang. Der Kasar. Und. Der andere. Maul. Maul halten kann. Transport, gell? Dann komme ich jetzt nämlich hoch mit dem Ding und fahr mit. Yay! Aber keine Lizenz. Yay! Yay! Kauft sie euch auf dem Rückweg. Steffi verarbeitet einfach alles. Was? Ja, genau. Boah. Schön gemahlenen Kaffee. Mit Schuss? Wie mit Schuss? Ah, wir haben keinen Rum. Wir brauchen dafür Rum. Eben irgendwas anderes. Ich hab Rum neben mir stehen. Okay, Schranken sind auf. Ah, pass auf, fährt bestimmt die böse, böse Marie hier irgendwo rum. Die kann uns nix. Sie kann uns sinnlos festnehmen. Nein. Wir haben nichts getan. Noch nichts. Rausch, Rausch, da hat jemand Dauersinn an. Wer rauscht? Du. Du hast Dauersinn irgendwie. Eigentlich nicht, ich habe geatmet, deswegen vielleicht. Ja, ich schraub's gleich nochmal runter. Ich fahr nur kurz zum Dings, zum Angelhafen da. Ich wollte gerade sagen, wenn ich atme, hört sich das ein bisschen anders an. Ja. So. Ich hätte ja echt die scheiß Schranken aufmachen. Und wo gibt's das Ticket in Georgetown? Bei den Schranken? Ach, hier vorne, okay. Nach Tabu, gell? Yep. Yep. Warum sind wir nicht eigentlich in Georgetown gespawnt haben, oder? Ein LKW-Shop. Ja, hätten wir noch. Na ja, gut, wir wussten ja vorher noch nie was. Aber dann hätten wir ja 1200 bezahlen müssen, weil wir ja zweimal mit der Fähre hätten fahren müssen. Oh, Rausche-Dinger, Mann. Ja, doch. Ich will doch nur kurz warten und mir die Animation machen. Er will doch nur spielen. So, Einstellung. So, Nervsack. Besser. Weiß. Rim, tim, 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 tim. Okay. Okay. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Bitte, bitte wenden. Hauptsache, es macht keiner Kaffee. Ha. Aua. Aua? Dieses Aua? Diddly. So, WhatsApp. Ich glaube, mein Fahrer für nachher. Dein Pfarrer? Pfarrer, ja.
Ja. Mein Kaffeebohnen, Alter, in der Zeit hätte ich schon den ganzen Korb voll, ey. Nee, doch nicht eine SMS. Lieber Blablabla Kunde, 90% Rabatt für dich. Auf die nächste schwedische Penisbombe. Er sammelt nur eine Bohne. Verdient. Ein Böhnchen. Zwei Kaffeebohnen. Wir haben eine Kaffeebohnen Sein gesammelt. Inventar ist voll. Sie haben eins Kaffeebohnen. Ich habe zwei Kaffeebohnen. Wir haben eins Kaffeebohnen. Sie Da ist haben er. eins Kaffeebohnen. Ich habe drei. Sie haben zwei Kaffeebohnen gesammelt. Aber eins Kaffeebohnen ist viel lustiger. Ja, Sie haben drei Kaffeebohnen gesammelt. Sie haben zwei Kaffeebohnen gesammelt. Bitte um Erlaubnis, den Leader erschießen zu dürfen. Erlaubt es erteilt. Jeffy, du wirst sterben. Oh nein, warum? Es Nee, ich meine den Leader, nicht den Co-Leader. Da-da-da. gibt kein Leader und Co-Leader, es ist Ja, ein ja, 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 Leader. ja, ja. Ich lese nachher nochmal durch, was da im Forum Steht steht, ne? genauso drinne. Na, das muss ich mir nochmal angucken, ja. Und ich Kann habe ja sogar gut. Jeffy als erstes hingeschrieben. Ja, weil der Esel nennt sich immer zuletzt. Nicht zuerst. Warum müssen wir denn eigentlich hier Kaffeebohnen sammeln, Alter? Wenn Bei uns sind sonst. nur zwei Leute. Die können doch gefälligst kommen und sammeln für uns. Aber anscheinend heute sind sie nicht da. Wir brauchen eindeutig mehr Fußvolk. Also, falls Fußvolk dieses Video anguckt, ihr könnt euch uns gern anschließen. Als Belohnung kriegt ihr einen LKW und gebt nur 90% eurer gefahrenen Und eine Kaffeebohne obendrauf. Ja. Und wir sind momentan ist die FFA wie groß mitgliedermäßig? 5, 6, 6 oder 7? Ich weiß es gerade nicht. Wir sind momentan 6 Mann oder 7 Mann stark. Ja. Alle haben Angst und fragen uns, was wir machen, damit sie uns nicht die Preise kaputt machen. Also mich hat jetzt noch keiner gefragt. Und Daniel fragt immer mal. Ja, der hat gefragt, ja. Und die Eileute fragen auch. Eieiei. Eieiei. Fahren die so die ganze Zeit durch die Gegend oder was? Eieiei. Nicht. Ei, Karamba. Fehlt noch einer. Ei, verbünd's noch mal. Ja, Ei. Das Ei ist kaputt, Alter. Was haben wir denn der Hund? Boah, Eier! Keine Eier. Ich esse Eier gerne. So, Eier, ja. Der Chefi hat auch die Rebellenlizenz. Warum rennt er immer noch in den Turnklamotten rum? Weil er Ich sich halt wollte mich immer nicht von der Gruppe absetzen. nicht auffällt, dass er die Rebellenlizenz hat. Das sehen die doch eh, wenn sie uns filzen. Die haben uns nicht zu filzen, so einfach sieht's aus. Das machen sie aber jedes Mal. Sind das Filzläuse? Ja, das sind ja auch Cops. Wer mich anpackt, wird erschossen. So einfach sieht's aus. Anpacken gleich Kopfschuss. Oder in die Eier. Eier. Ja.
Ja, aber ich habe gedacht, wir kaufen uns die Dings. Ich finde die Banditenklamotten eigentlich ganz cool. Aus dem Waffenladen. Wir sind die Jungs vom Waffenladen, was? Nein. Die sehen doch aber cool aus, Mann. Vor allen Dingen unser Pöbel, also die Neuen, die können diese Unterhemden tragen. Mit dieser dreckigen Jeans. Alter, wir rennen wie Soldaten rum. Ach so. Wirklich Banditenzeug, was jeder tragen kann, anziehen. Ja doch, der Pöbel. Schön die Offiziersuniform an, Chefi. Das ist doch viel besser. Okay. Und wenn man Krieg zieht, die Gillis an. Aber nur dann. Buschkrüger, die Buschkriegeranzüge, Buschkrüger. Ja, aber dann braucht man ja trotzdem noch Dingens. Ihr müsstet euch ja die auch kaufen. Wieso? Du kannst sie uns doch kaufen, die Uniformen. Wenn die wegbuggen. Da kaufst du neu. Ich weiß ja nicht, was sie kosten. Ich auch nicht. Weil ich mir das ja nur kurz angeguckt habe und dann wieder gleich vergessen habe. Braucht dann auf jeden Fall ein Barett. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einen Polizisten töten. Oha. Oder ein paar Geiseln nehmen. Darfst du die Zwei überhaupt Baretts fordern. looten? Die wollten es reinnehmen, ja. Das soll dann kommen. Also wenn es noch nicht drin ist, es soll looten funktionieren mit allen. Dann müssen sie uns hier halt freiwillig geben. Dass wir jetzt sozusagen als Civis auch mit Bullenklamotten rumrennen könnten. Theoretisch ja, aber ich glaube, der Skin wird da nicht angezeigt. Denke ich Der mir ist auch. dann. Und das ist aber schade eigentlich. Vielleicht machen sie es auch so, dass es für alle Polizeiskin ist. Das wäre natürlich richtig cool. Weil du kannst halt dann noch ein bisschen mehr Spannung ins Spiel bringen. Klaus, Das wäre echt cool. Haja, du forderst ein Polizeiauto bei einer Geiselnahme zum Beispiel, tötest du irgendwann Poli. Oder siehst einen Cop zum Beispiel, der an irgendeiner Schranke steht und drei LKWs anhalten will und dann kommen noch zwei und fährt hinterher und versucht die zu erschießen. Schon nackig, wenn er die ersten drei anhält. Ja, dass man denen dann halt sagt, so Freundchen, hier hast gerade echt einen Fehler gemacht. Jetzt gibst du uns mal schön deine Autoschlüssel und deine Uniform. Und dann. Autoschlüssel brauchst du nicht mehr, weil die Cops eh immer die Karren offen stehen lassen. Ah, siehst du, ist ja noch besser. Und dann fährst du halt an so einen Checkpoint oder was weiß ich wohin und hältst einfach mal so ein paar Autos an. Er ist halt bloß. In dem Fall ist es dann halt bloß blöd, dass du mal einen Namen siehst. Ne? Wieso kannst du eine Maske jetzt anziehen? Bist du ein Genau. maskierter Polizist? Der böse, unbekannte Polizist. Ja. Stellst du dich vor, hallo, mein Name ist Polizeihauptmeister, Soldaten, Kriegsklasse 1, Sergeant. Jo, hier, schönen guten Tag. Ich bin hier der Hautruff-Typ. Oh, ich bin der, warte, ich muss mal kurz aufs Namensschild Ja, gucken. hallo, mein Name ist der Amazing Rusty. Ihr versteht mich zwar nicht, aber das riecht schon alles. Ich bin der Meister. Nehmen Sie mal die Hände hoch, sonst machst du gleich kaputt. Sonst zerdeppere ich dich, du. Geben Sie mal einen Autoschlüssel. Nee, das wäre doch aber cool. Also, das wäre halt. Wäre nicht schlecht. Falls ihr noch Nachtsichtgerät auf habt, die könnt ihr abnehmen. Ja, ist schon lange passiert. Darf es ja nur. Ja, weil wir haben es ja schon um 7. Hallo, 10 nach 7. 11 nach 7. Bei mir ist 11 nach 7. Bei mir ist auch 11 nach 7. Bei Jetzt mir ist 12. 12 nach 7. Stell mal deine Uhr richtig mal Oh, an. Alter, die Erde dreht sich bei dir aber ein bisschen langsam, wa? Pass auf, Cool. wenn's bei uns im Gefecht dann mal schön hell ist, schreit er rum, ey, ich scheiße immer in den abgehen, ich mischen mit. Ich hab immer Neid. Ich hab Zündnadeln für Pistole gefunden. Ja, hab ich auch zwei schon einstecken. Wir brauchen Yeah. eindeutig eine Villa irgendwann mal, ey, das geht einem auf den Sack. Ich habe einen schönen Spot gefunden, den ich aber jetzt in diesem Video leider nicht verraten werde. Haha. Für Bam, eine bam, Villa? bam. Für was anderes. Ach so, okay, ich weiß was. Ja, was Schönes halt. Ja, aber das sage ich nicht.
Ich will unbedingt so eine Riesenvilla haben, wo ihr dann alle davor steht und Chefi und ich trinken dann schön ein Käffchen, rauchen einen Joint und die anderen und arbeiten. Wir so als alle. Bodyguards sozusagen ja. Vor der Tür. Das sieht doch bestimmt geil aus. Zwei sitzen drinnen, trinken Käffchen, rauchen Marihuana und der Rest steht als Bodyguard draußen, wenn die Bullen kommen. Ja, das wär schon cool. Ja, aber du kannst auf jeden Fall dann ein Treffen machen. Gut, ich weiß eh jeder bin in 2 Stunden auf diesen Inseln hier, wo jeder wohnt. Ja, aber ist ja egal. Es geht hier gar nicht, dass du unbeobachtet irgendwo ein Haus haben kannst. Doch. Okay. Ich will aber so ein riesengroßes Haus. Ja, kann man ja auch, aber so eins hätte ich dann gern, wenn sie das reinnehmen. Aber ich hoffe doch. Weil es hat Türen und so, das ist schon schön. Schön. Das sollte man von einem Haus erwarten, dass es Türen hat. Ja, hier gibt es ja auch Häuser, wo keine Türen haben. Ja, das nennt man dann Ruin. Also mein LKW ist voll und mein Rucksack ist auch voll. Mein Rucksack ist gleich voll. Wie teuer ist denn die Kaffeelizenz dann gleich? Ich glaube 40.000 oder 45.000. Ihr könnt 40.000 mitnehmen, ich habe auch 40.000 auf der Hand und wenn es nicht reicht, kann ich euch noch Geld geben. Pass auf, am Ende kostet es so 100.000. Nein, so teuer ist die nicht. Ich guck mal, was der am Preis macht. Bestimmt auf 0? Nein. Max. Marihuana ist auf 1.000, Kokain auf 8.139. Marihuana gepusht. Rum 6.000, Perlenschmuck 35, wo wir bis heute noch nicht wissen, wer das macht. Verarbeitetes Öl, oh, jemand hat Öl gemacht. Oh nein. Oh. Derjenige sollte sich sofort bei der FFA melden. Öldiebe. Können wir? Wir können schon, ich bin gleich fertig. Also immer der Hauptstraße entlang. Komm, mein General. Brumm. Ja, hier schön, Bundeswehr, Alter. Habe ich Kopfhörer drin? Nee. Ohrenstöpsel? Kopfhörer. Ja. Ich folge dem da vor mir, wer auch immer das ist. Ich. Du bist der auf dem Feld oder auf der Straße? Ja, auf dem Feld. Gut, dann fahr nicht in dem auf der Straße. Nein. Da hat jemand was umgefahren. Ich nicht. Move, bitch, get out the way. Ja, gestern ist uns voll eine Box entgegengekommen, ja. Hat uns fast weggerammt. Das sind die Eier. Oder die Coca-Elfs. Nee, ich glaube, das war der Eiertyp, weil der hat paar Minuten später oder 10 Minuten später gefragt, ob wir immer noch da sind. Und da habe ich dann gemeint, nein, warum? Ja, er braucht Hilfe. Aber kennst mir ja, ich hab vergessen, bei Wasser Hilfe braucht. Er hat einfach gesagt, nee, ah, wir sind noch da, wir sind einfach überall. Am Arsch, Junge! Was fahrt ihr gerade? Alles. Alles. Audi A6. Zwei Cops online. Oh, der Thomas gleich angehalten auf einmal. Was? Juhu! Nee. Ja, dann steht wieder so rein zufällig bestimmt so ein Strider im Hafen und hält mich an. Na toll. Und ist dann am Boden zerstört, wenn ich sagen muss, ich habe nichts. Wer ist denn der Langsame hier vor mir? Ich nicht. Das ist doch Jan, ich, oder? Ja. Soll ich mal fett bremsen, ja? Oh, Alter. Was machst du? Du sollst hier nicht Bäume umruppen. Ja? Den habe ich aber mit Absicht, mitgenommen. Schön. Erstmal rechts gezerrt, Baum weggenatzt und dann weiter. Was fährst du denn zusammen? Nein. So, Leutchen, wir fahren jetzt mal hier schön zum Verarbeiter und danach sehen wir uns wieder. Ich gehe mal davon aus, wenn wir an der Fähre sind. Bis denn. Tschüss.
Haut rein!